Wir richten die Aufmerksamkeit nach innen und verbinden Körper, Geist und Atmung. Wir zentrieren uns, gehen in den Grundstand, Füße parallel, Fußsohlen gleichmäßig belastet. Und mit einer vertieften Einatmung richten wir uns auf und lassen dann den Atem los und entspannen und lösen uns. Durch die Nase ein. Wir nehmen Sauerstoff, Lebensenergie, Lebenskraft auf und lassen den Atem los und damit entspannen wir. Vertieft ein, in den Himmel wachsen, loslassen, entspannen, sinken. Wir legen mal eine Hand auf den Bauch und eine auf die Brustmitte. Atmen weiter so wie eben und nehmen wahr, wie der Atem unseren Körper bewegt. Bei der Bauchatmung, die wir versuchen zu praktizieren, bewegt sich zuerst ein wenig die Bauchdecke und dann folgt die Brust. Füll dich tief mit Atem. Spür, wie die Spannung im ganzen Körper wächst, wie du dich ausdehnst, ausweitest in alle Richtungen und lass dann diesen leichten Druck los. Und wenn du den Atem losgelassen hast und glaubst, dass du ganz ausgeatmet hast schon, dann atmest du noch einmal, zweimal vielleicht kräftig aus, indem du die Bauchdecke zurückziehst. Also ich übertreibe das mal, ausgeatmet und noch ein, zweimal durch ein leichtes Einziehen der Bauchdecke kannst du noch etwas Luft abgeben. Dann wieder tief ein. Aus. Du hast ausgeatmet, der Bauchnabel zieht sich noch zurück ein wenig mit Ausatmen und bei der Einatmung füllt sich der Bauch dann zuerst. Wir bleiben mal nur unten beim Bauch in dem Bereich. Atme aus, zieh den Bauchnabel zurück und atme ein und spür, wie der Bauchnabel sich wieder vorwölbt. Dann setzt sich der Atemstrom sozusagen von unten, vom unteren Atemraum nach oben hin fort. Ja, gut sichtbar.
Und jetzt mit der nächsten Einatmung wachsen wir und bringen die Arme in diese Position. Wir sind gestiegen und geöffnet. Handflächen zeigen nach vorne. Das Becken hängt. Vielleicht sind die Handflächen sogar ein wenig nach außen gedreht. Das Becken hängt. Die Ellenbogen hängen noch, so gut es geht. Genau, und die Schultern sind dann auch entspannt. Und aus dieser Position her schließen wir uns. Das heißt, wir haben jetzt hier den weitesten Punkt vorne, Brustbeinmitte, und der zieht sich zurück und es wölbt sich die Gegenseite, die Brustwirbelsäule, nach hinten raus. Ja? Also, Arme spiralig drehen, sodass die Handrücken fast aneinander kommen, wenn das geht. Und in der Position ist der Rücken hier im Brustwirbelbereich gewölbt. Und dann öffnen wir uns wieder, Brustbein raus und schließen. Und jetzt verbinden wir das mit der Atmung von unten nach oben ein und loslassen den Atem und die Spannung lösen. Diese Bewegung erfolgt gelöst, entspannt, ohne Krafteinsatz. Hier richtet uns der Atem auf und dann lassen wir die Spannung los. Jetzt erhöhst du die Leichtigkeit in der Bewegung. Lass den Atem kommen. Atme nicht gewollt ein. Lass ihn kommen. Und lass einfach los den Atem und alles andere folgt. Ellenbogen hängen. Ja. Einmal noch. Und dann lass die Arme ein wenig pendeln. Bleib mit der Aufmerksamkeit mal weiterhin bei deiner Atmung und versuche weiterhin in der Weise zu atmen, wie eben geübt. Lass den Atem verlängert ausströmen, tief ein und lang aus. Okay. Wir aktivieren unsere Energie weiterhin einmal durch Klopfen heute. Wir beginnen mit der rechten lockeren Hand den linken Arm innen zu klopfen, Richtung Hand. Der Körper, die Körperteile, Bereiche, die nicht aktiv sind oder die Muskeln, die versuchen wir weiter völlig gelöst zu lassen. Also sind völlig entspannt. Auch der Arm, den wir da klopfen, der hängt, bleibt entspannt hängen. Und gut, etwas müssen wir vielleicht anheben, wenn wir zu den Fingerspitzen kommen.
aber wir bleiben im gesamten Körper so gelöst wie möglich. Es sind nur wenige Muskeln jetzt aktiv. Dann kommen wir zur anderen Seite. Okay. Dann mit den hohlen Händen, dass so ein Luftpolster entsteht, die Brust. Dann langsam nach unten. Und auch wieder hoch. Ja. Dann mit den Fingerkuppen, Brustbein Mitte, kann auch mit beiden Händen sein, da, ja, wo wir hinzeigen, wenn wir sagen, ich, ja, da, genau. Ja. Und dann heben wir nochmal einen Arm, dass wir gut an die Flanke kommen. Und mit der hohlen Hand die andere Seite auch. Oberer Arm wieder entspannt. Dann gehen wir einmal zu den Nieren. Ich muss da ein bisschen klopfen und klopfen, wenn es geht. Und dann geht es weiter runter. Außenseite des Gesäßes. Oberschenkel. Außen. Knöchel mit den Fingerkuppen. Fußaußenseiten. Vor allen Dingen die Zehen noch mit den Fingerkuppen. Dann Knie nach außen. Fußgewölbe hebt sich. Innenknöchel, besonders etwas oberhalb der Innenknöchel, den Bereich. Und dann wieder mit geöffneter Hand die Innenseiten der Oberschenkel hoch, nochmal rum zum Po und außen noch einmal den Weg runter. Knöchel, Zehen intensiv mit den Fingerkuppen. Gut. Dann nehmen wir vielleicht mal eben kurz die Brille ab. Wieder die Fingerkuppen und vom Haaransatz über die Schädeldecke nach oben bis zum höchsten Punkt des Kopfes, wieder zurück und noch einmal den Weg und wieder zurück. Und dann nochmal die wichtige Linie hier vom höchsten Punkt des Kopfes bei Hui bis zur Stirnmitte runter, diesen Bereich. Vor allen Dingen den höchsten Punkt bei Hui und dann zur Stirnmitte kommen und wieder zurück zu bei Hui. Den Hinterkopf auch. Mit beiden Händen wieder klopfen.
dann umkreisen wir klopfend unsere Augen, Augenbrauen, nach außen und dann unter dem Auge, Oberkieferknochen entlang, wieder zur Nase. Okay, und dann noch zwischen Nase und Oberlippe mit ein, zwei Fingern. Und zwischen Unterlippe und Kinn. Und Arme loslassen. In die Grundhaltung gehen. Und noch ein paar Atemzüge nachspüren. Grundhaltung nochmal sorgfältig aufbauen. Feste Verwurzelung. Fußgewölbe frei. Knie vielleicht leicht nach außen, Becken hängt, Unterkiefer hängt, durch die Nase in den Bauch und dann hoch zur Brust. Du kommst immer wieder sanft mit Hilfe des Atems in die Weitung und Aufrichtung und mit der Ausatmung lösen. Wir wiederholen die letzten drei, sagen wir mal, der Shibashi, die ja noch relativ neu sind, und fügen dann eine neue hinzu, die Wolkenhände. Dann gehen wir in die Atemblume und dann die ganzen Shibashi durch. Wir fangen mal an mit den Ball vor die Schulter tragen. Wir entspannen ins rechte Bein und drehen die Hüfte 30 bis 45 Grad nach links. Dabei heben wir die Arme so leicht schon an, setzen dann den linken Fuß eine Fußlänge nach vorne, auf die Ferse auf und gewichten ins linke Bein und steigen im linken Bein. Der rechte Arm wird spiralig gedreht, sodass die Handflächen oben sind, nach oben gerichtet, als wenn du einen Ball darin tragen könntest. Und auch geweitet über die Fingerspitzen hinaus, nicht strecken, sondern weiten und spiralig drehen. Der andere Handrücken liegt im Lendenbereich. Das ist die Endposition. Der rechte Arm und linke Bein, wenn du den mal sinken lässt, die sind dann parallel. Die, ja, sind nicht, ja, genau, so. Wenn du den sinken lassen würdest, ist er parallel. Lass ihn ruhig mal sinken. Genau, und dann hebst du ihn und hast diese Position. Ja. Der Blick geht über die Finger hinaus in die Weite. Dann entspannst du und kommst in die Grundhaltung. Das heißt, zurück ins rechte Bein.
stellst den linken wieder parallel. Gewicht ist ins linke Bein, hebst die Arme leicht schon an, drehst in der Hüfte, Fußlänge nach vorne setzen und ins rechte Bein hinein steigen. Der linke Arm steigt auf, der linke, genau, der linke Arm, ja, über die Fingerspitze in die Weite, Arm ist spiralig gedreht und geweitet. Und loslassen, zentrale Bein sinken, Grundhaltung, ins andere Bein wieder und dabei gleichzeitig die Hüfte drehen. Die Arme sind etwas aufgestiegen. Fußlänge setzen, rechter Arm parallel zum linken Bein nach vorne. Und mach so ein paar Mal diese Endbewegung, Klaus, den letzten Teil der Bewegung, ja, auf den das ankommt, sage ich mal, den letzten Rest. Und ja, genau, Spiraldrehung des Armes, steigen und weiten. Schön. Noch ruhig noch ein, zwei Mal, weil das die entscheidende Bewegung ist. Hier bringen wir uns in die Spannung, die wir aufbauen möchten, wo alles aktiviert wird sozusagen. Da möchten wir nein. Und dann lösen wieder das andere Bein. Und wenn du jetzt in das linke sinkst, dann drehst du gleich die Hüfte. Eine Fußlänge setzen und ins rechte Bein. Ja. Das kann ich bei dir jetzt nicht sehen, ob die Ferse des hinteren linken Fußes angehoben ist. Du bist jetzt, okay, nur auf dem Fußballen. Auch da kann gerne so ein bisschen Druck entstehen um den Bereich des Großzehenballens herum. Ja, okay, und entspannen. Wieder zurück. Und wenn du in das andere Bein sinkst und drehst, hebst du die Arme ein wenig. Fußlänge setzen und hineingewichten. Ja. Und lösen. Und noch einmal zu jeder Seite. Nee, den anderen Arm, ja. Ja, okay. In die Grundhaltung. Und sich umdrehen und zum Mond schauen. Da haben wir wieder diese Hüftdrehung, bleiben aber stabil im Grundstand sozusagen, fest verwurzelt mit der Erde, keine Gewichtsverlagerung oder so, nur die Hüfte dreht, ohne dass unten mitgedreht wird. Als erstes entspannen wir und dabei heben sich ein wenig die Arme, steigen ein wenig auf und dann kommt ein Drehimpuls aus der Mitte heraus, aus der Hüfte. Und dieser Drehimpuls führt alles andere verbunden mit. Die Schultern, die Arme. Dann ist der Arm spiel, ja.
spiralig gedreht, Handfläche nach oben, die andere Handfläche nach unten gedreht. Ja, genau. Und wieder zurück in die Grundposition. Arme etwas anheben, indem du sinkst und dann aus der Mitte heraus drehen. Das ist, wenn du die Arme nach schräg oben schleudern möchtest, sage ich jetzt mal so. Das wäre von unten her oder von der Mitte her dahin, vor allen Dingen die obere Hand. Und sie dreht sich spiralig. Okay, und zurück. Und zur anderen Seite. Ja, okay. Mach mal etwas langsamer, bitte. So, wenn du jetzt drehst und die Arme hebst, nicht nach hinten neigen. Versuch aufrecht zu bleiben. Ja. Und nur den Schultergürtel zu drehen. Okay. Gleichmäßig, langsam. Einmal noch in jede Richtung. Ja, geh noch einmal in diese Endposition bitte. Und jetzt lass mal den rechten Arm sinken. Und jetzt heb ihn mal in der Schulterlinie hoch. Also in die Richtung, in die die Schulter zeigt, soll auch der Arm hochkommen. Ja, guck mal über deine Schulter und über deinen Arm. Haben die eine Richtung jetzt? Ja, und jetzt noch spiralig drehen, Handfläche nach oben. Genau. Ellenbogen ist gesunken. Und Schulter, beide Schultern, aber vor allen Dingen auch die rechte, ist auch gesunken. Ja, als wenn sie hinten nach hinten unten sinkt. Ja, wunderbar, prima. Und Arme sinken lassen, nur Arme sinken lassen und zurückdrehen und noch einmal zur anderen Richtung. Erst drehen ruhig und dann in der Weise heben. Eine Linie zwischen Schulter und Hand. Ja, gut. Und entspannen. Mal eben wieder sammeln. Hier haben wir gleich wieder diese Hüftdrehung. Mach's mal so wie ich. Leg mal die Hände auf die Hüftknochen und dreh nur leicht die Hüfte und dabei dreht sich ja die Schulter mit jetzt. Ja? Und die soll sich nicht mehr drehen und auch nicht weniger als die Drehung der Hüfte. Das ist gemeint so, wenn wir sagen verbunden. Ich sehe deine Knie nicht, aber sie sollten nicht einfallen zur Mitte hin. Einknicken. Spür Druck auf den Fußaußenkanten, wenn du drehst, während du drehst. Prima. So, das ist die Grundbewegung der Hüfte. Und jetzt lassen wir den Arm sinken. Locker geschlossene Fäuste an die Hüftknochen. Genau, Handrücken nach oben und jetzt wird die Hand nach vorne geschoben eigentlich oder schiebt sie erstmal die rechte Hand einfach mal nach vorne. Kannst du dich noch erinnern in der Weise, wie das sein sollte? Ich komme mal eben näher ran, um das nochmal deutlich zu machen. Schieb nochmal eben nach vorne. weiß nicht, wie man das am besten sieht. Es ist ein nach vorne schieben und es setzt sich
das Handgelenk, mach mal diese Bewegung immer so. Ja, der untere Teil des Handgelenkes sinkt ab und die Finger kommen hoch. Ja, diese, so eine Kippbewegung ist das am Ende. Und wenn man die macht, hat man hier unten eine höhere Spannung drin in diesem Bereich, auf diesem Punkt. Ne? Spürbar, ne? Ja, genau. Die Bewegung von hier aus des Armes ist eigentlich nach vorne. Ja, mach die mal den rechten Arm so nach vorne, langsam nach vorne schieben und die Spannung immer mehr erhöhen. Und dadurch, dass wir die Hüfte jetzt noch drehen, hat die Handarm eine seitliche Ausrichtung. Und jetzt ziehen wir zurück die Hand in die Grundposition, schieben wieder nur nach vorne, aber die Hüfte dreht und dadurch kommt diese Seitbewegung zustande. Ellenbogen ist unten, der steigt nicht auf so seitlich, sondern der bleibt hängen. Und die Hand macht diese Kippbewegung. Ja. Zurück. Und Ellenbogen bleibt hängen. Gut. Und zur anderen Seite. Er ist eingefroren, da muss wohl ein technisches Problem sein. Ja, jetzt kann ich dich nicht mehr sehen, Klaus. Du bist erstarrt sozusagen. Du bist in einer Position erstarrt. Du musst irgendwas mit deiner... Ich mache dann weiter und... Jetzt ist er ganz raus. Okay. Einmal noch zu jeder Seite. Ja, du bist wieder da. Prima. Okay. Gut, wir gehen jetzt mal in die Atemblume. Handrücken aneinander. Die Hände steigen auf. Du kannst dir vorstellen, wie so eine schöne Blume sich entfaltet. Ja? Mach ein paar Mal diese Bewegung nacheinander. Handrücken aneinander und mit der Einatmung, wie eben, Bauch, Brust füllt sich. Und bis hoch zu Baiui steigt der Atem und die Blume entfaltet sich, die Blüte entfaltet sich. Und dann bleiben die Handflächen oben, während du absinkst. Ja. Und hier wieder vor dem Bauch, die Hände. Jetzt erstmal so zur Seite raus und nach hinten zu den Nieren oder im Kreuzbeinbereich, so ungefähr. Jetzt außen, wie eben beim Klopfen auch, das ist die gleiche Richtung wie beim Klopfen, außen entlang an den Oberschenkeln, über die Zehenspitzen, innen die Fußgewölbe aufrichten und innen hoch, bis wir wieder in der aufrechten Grundhaltung sind. Da drehen wir wieder die Handrücken aneinander, atmen vom Bauch bis nach oben in den Kopf und lassen gleichzeitig sich die Blume, die Blüte entfalten, dann seitlich absinken und in so einem großen Kreis nach außen, hinten ran, ja, aufrichten hier schön und außen runter, innen hoch. Dann wieder aus dieser Position heraus ein,
ein, aus, innen hoch, ist wieder ein. Aus ist Entspannung in der Grundhaltung. Und Handrücken aneinander. Einmal noch. Ja, wenn der Genimpuls sich dabei einstellt, gib dem intensiv nach. Gehen so lange und so intensiv und so häufig, wie dein Körper dir das nahelegt. Gehen ist unheimlich entspannt. Wir gehen die ganzen Shibashi-Übungen einmal durch. Den Atem reflektieren. Richte die Aufmerksamkeit einmal auf die Atmung. Versuch sie so zu praktizieren wie vorhin geübt. Vom Bauch her hoch in die Brust und dadurch steigen die Arme auch auf. Und dann den umgekehrten Weg wieder hinunter. Alles entspannt sich und löst sich. Die Atmung steigt bis in die Schädelkrone auf. Jetzt geht die Aufmerksamkeit auf den Wechsel zwischen Spannung und Entspannung. Ellenbogen sinken, Schultern sinken, Becken sinkt, alles andere folgt. Einmal noch. Zwei, drei Atemzüge nachspüren.
die Brust öffnen, das Herz weiten. Bis in Schulterhöhe nur. Ellenbogen, Schultern in dieser Position gesunken, entspannt. Wenn du die Arme hebst, bleiben die Schultern unten. Und jetzt nimm die Atmung hinzu, bewusster, Bauch hoch, Brust, Atem weiter bis in den Kopf. Und der Atem fließt ab. Einmal noch. Es baut sich eine gelöste Spannung auf. Weite Öffnung. Und das Zusammenkommen, Zentrieren. Zwei, drei Atemzüge nachspüren. Den Regenbogen schwenken. Die Arme steigen diesmal auf, bis sie die Oberarme parallel neben dem Kopf sind, wenn es dir möglich ist. Und dann sinkst du in das rechte Bein jetzt einmal. Weitest dich mit diesem Sinken nochmal nach oben, ja, nach oben über die Fingerspitzen hinaus weiten. Der rechte Arm ist geweitet und dann sinkst du nach links ab, ja, und aufrichten. Schultern nochmal wieder bewusst entspannen. Die linke Seite steigt. Einmal noch. Und Arme ruhig mal fallen lassen und lass sie auspendeln. Nachspüren. Lächel dir zu. Genieße die Körperempfindung. Spür deinen Körper ganzheitlich. Löse die Bereiche, die sich angespannt haben.
die Wolken teilen. Du singst etwas, die Arme kommen etwas vor den Körper und über den Kopf Spiraldrehung der Hände, Arme nach außen, unten, parallel zum Körper runterziehen. Ja. Spiraldrehung, Handflächen sind jetzt oben, ja, und jetzt nach außen die Handflächen und die Ellenbogen sinken, ja. Gut. Ellenbogen sinken. Mal in dieser Position mal eben Stopp, Klaus. Wenn du jetzt die Arme fallen lassen würdest oder erst als erstes die Ellenbogen, dann ist es die, so in etwa sollte es sein. Ja, also nicht erst nach außen strecken und dann fallen lassen, sondern die Ellenbogen sinken ab und dadurch kommst du einen entspannten Kreis. Okay. Und dann komm mal in die Bewegung rein. Gut. Einmal noch. Okay. Die Arme wirbeln. Hüfte und Schulter dreht verbunden. Die Arme steigen auf. Genau, eine Hand nach vorne, eine in Schulterlinie. Wieder, wenn du hinten über deine Schulter guckst, ist das in einer Linie mit dem Arm. Und wenn du mal nach vorne schaust, dann zeigt die Hand nach vorne. Okay. Jetzt drehst du die Schulter und Handflächen oben. Schulter zurück in die Ausgangsposition und lässt die Ellenbogen wieder sinken. Genau, und dann in die andere Richtung. Einmal noch. Okay. Mitten im Seerudern. Ich stelle mich mal seitlich, dann ist das vielleicht ein bisschen besser zu sehen auch für dich. Wir beginnen damit, das Becken stärker zu kippen und sich eigentlich dann wieder aufzurichten. Die Arme hängen, Kinn zum Kehlkopf und dann steigen die Arme auf. Hände einrollen, Finger für Finger und rund werden. Die Wirbelsäule macht eine Wellenbewegung. Becken nach vorne schieben, wenn du dich von unten her aufbaust. Und das setze ich fort.
einmal noch. Den Ball vor die Schulter. Linkes Bein vorne, rechter Arm und umgekehrt. Einmal noch. Sich umdrehen und zum Mond schauen. Ein wenig sinken, die Arme ein wenig vor dem Körper und jetzt aus der Mitte heraus drehen. Du hältst deine Struktur, die du in der Grundhaltung hast. Wenn du die Arme hebst, in der Wirbelsäule auch aufrichten. Das ist der Punkt der Einatmung hier. Aufrichtung, auslösen. Vom Bauch her steigt der Atem hoch, die Wirbelsäule bis zum Kopf. Wirbelsäule ist maximal nach oben geweitet und gedreht. Ein letztes Mal. Dann die Hände seitwärts schieben, nur die Hüfte drehen, Gewicht 50-50 und die Hand nach vorne. Schultern, Ellenbogen bleiben gesunken. Einmal noch in jede Richtung. Okay. Die
Die Wolkenhände wollten wir hinzufügen. Ich wollte das eigentlich vorhin schon tun, habe es leider vergessen an der Stelle. Aber wir machen es dann jetzt zum Abschluss noch einmal, oder nicht noch einmal, sondern überhaupt nochmal wieder als Vorübung sozusagen, oder ein Teil der Bewegung besteht wieder darin, dass wir der Drehimpuls aus dem unteren Dantian und alles bleibt verbunden. Okay. Die Arme machen dabei eine rotierende Bewegung, wieder eine Spiraldrehung. Wir können da uns vielleicht mal so ran machen, dass wir, leg mal die Hände aufeinander, sodass du durchaus Kontakt hast, dass die Ellenbogen, Schultern entspannt, so gut es geht. Und jetzt kommt die untere Hand nach oben und die obere nach unten. Du hast Kontakt mit den Händen, du drehst spiralig die Hände. Und dann wieder spiralig drehen. Genau. Wenn du gedreht hast, versuch entspannt zu bleiben, in Schultern und Ellenbogen nichts hier mitdrehen, sondern spiralig drehen. Und jetzt vergrößerst du den Abstand ein wenig und machst die Bewegung genauso. Ja. Immer der jeweils andere Handrücken kommt nach oben. Bei diesem Wechsel, schau mal, ob es bei dir so ist, dass die untere Hand innen hochkommt. Ja, die kommt innen, also ist dem Körper näher, wenn die aufsteigt, als die. Ja. Jetzt lass den Abstand zwischen den Handflächen noch größer werden. Sagen wir mal so ungefähr die obere Hand ungefähr in Brustmitte und die untere ungefähr unterhalb des Bauchnabels, so circa. Und auch ein bisschen Abstand vom Körper, nicht so ganz dicht dran. Und dann wieder diese Drehbewegung. Innere Hand kommt innen hoch. Die untere Hand kommt innen hoch. Ja, genau. Dann halt mal inne, wenn die rechte Hand oben ist, bitte. Wenn die rechte Hand oben ist, genau. Jetzt dreh dich wie eben aus der Hüfte heraus ein wenig nach rechts, ja. Und jetzt drehst du die Hüften nach links und machst mit den Händen diese Bewegung wie eben. Mal einmal Stopp, wenn du rechts bist. Wenn du rechts bist, rechte Hand ist dann oben, ja, mal eben Stopp. Und jetzt versuch mal ganz langsam diese Bewegung zu machen. Ganz langsam. Und in der Mitte nochmal Stopp. In der Mitte bist du auf halber Strecke in der Drehung. Da ist die untere Hand genau vom Dantian, die obere vor der Brust. Und dann die Spiraldrehung noch weiter der Hände. Ja. Und Und ja.
und die letzten Male. Okay. Tief einatmen und die Energie durch den ganzen Körper bis in die Füße strömen lassen. Dann von außen nach innen schöpfen. So eine riesen Umarmungsbewegung, du schöpfst die Energie des Universums in dein unteres Dantian, dein Energiezentrum. Und dann bewahren wir die Energie hier. Atmen wieder bewusst in den Bauch hinein. Von dort aus füllen wir den oberen Atemraum. Dann massieren wir unseren Bauch kreisförmig. Wenn du von oben aus gesehen nach links deine Hände bewegst, oben erst zur linken Seite und dann nach unten, ja, genau, also so rum, dann unterstützt du deine Darmperistaltik, also die Bewegung, die der Darm macht in der Verdauung. Aber dazu musst du auch ein wenig Druck ausüben. Also es muss schon ankommen im Organ. Und andersrum nochmal kreisen. Das könnte man bevorzugt tun, wenn man da flott unterwegs ist, sozusagen, also wenn die durch die Erregung des vegetativen Nervensystems der Darm eben auch sehr schnell arbeitet, um ihn zu beruhigen. Okay, dann gehen wir nochmal zu den Nieren, reiben die kräftig. Flanken hoch, kreisend zur Mitte und nach unten kreisen, Flanke hoch, kreisförmig nach unten. Dann legen wir die Hände übereinander, ganz sanfte Berührung, auch nur einen sanften Kontakt. Zur Körpermitte, lassen Sie nach unten bis zum Schambein absinken. Einatmen in der geübten Weise und aus. Und die Vorstellung, dass die Energie ins untere Dantian sinkt. Mal noch. Und dann noch ein paar Atemzüge im unteren Dantian bewahren, indem die Aufmerksamkeit dort bleibt, beziehungsweise immer wieder dahin zurückkehrt.
Und zum Abschluss kommen wir nochmal in eine etwas freudigere, lebendige Stimmung. Tief einatmen, Augen weit öffnen und entspannen. Spannung loslassen. Und noch einmal ganz breit lächeln, ganz weit öffnen die Augen und entspannen. Ein letztes Mal. Ganz tief und ha! Ha!